So, wir haben heute den 30. oder 31. Oktober 2013 und ich beginne hier in Würzburg in der Residenz quasi meine Wandertour der romantischen Straße, die mich generell auf Teil 1 von Würzburg bis nach Donauwörth führt und später in Teil 2 von Donauwörth nach Füssen führen wird. Vom Genuss dieses Wanderweges, sprich viele Weinlokale, nette kleine Orte und solche Sachen. Ich denke mal, das ist einer der schönsten Wanderwege, die man in Deutschland da machen kann. Ich bin da sehr darauf gespannt. Meine erste Etappe jetzt von hier, von Würzburg bis nach Kirstel, wie das heißt, ist also wirklich sehr, sehr kurz. Von vielleicht 3 Stunden, das ist also okay. Dafür muss ich morgen bestimmt 7 oder 8 oder 8,5, 9 Stunden laufen. Ich freue mich richtig darauf, muss ich schon sagen. Das ist jetzt meine 3. große Wandertour in Deutschland. Zuerst habe ich den Rhön-Höhenweg gegangen, glaube ich 7 oder 8 Tage. Dann bin ich den Hermannsweg gelaufen von 13 Etappen. Und jetzt kommt das hier bis Donauwörth auch wieder mit 14 Etappen. Also ich bin hoffnungsfroh, dass ich im Jahr 2014 diese Tour abgeschlossen bekomme. Also mir gefällt das hier richtig gut. Wir haben heute einen richtig schönen Sonntag. Morgen wird es auch so sein. Temperaturen sind so um die 10 Grad. Das war okay. Ja, wunderschön hier. Und vor allem ein toller Tag. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen entblättern. Mich habe ich wirklich zu warm angezogen, als wenn ich zum Skifahren gehen würde. Da bin ich ja doch leicht ins Schwitzen geraten, um hier zu dem Kapelle, so wie das heißt, also Kapelle, hochzukommen. Aber hier haben wir natürlich einen sensationellen Rundblick. Wunderschön. So, dieser lustige Turm heißt Frankenwachte. Da kann man im Prinzip hoch, aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock zu habe. Eben schon eine schöne Aussicht gehabt. Das scheint hier ein Tagungshotel zu sein. Also der landschaftliche Höhepunkt war sicherlich Würzburg und vor allen Dingen der Blick oberhalb von der Kapelle auf Würzburg drauf. Und jetzt gehe ich durch ein Stückchen Wald, das ist okay, aber nichts Außergewöhnliches. So, ich muss jetzt nach Kist, noch ein kleines Stückchen. Glücklicherweise habe ich mich tendenziell noch nicht verlaufen, bis auf eine kleine Ausnahme, die ist immer dabei. Okay, das ist schon ein Anstieg über 2 bis 3 Kilometer. Ein flacher Anstieg aber eigentlich. Der Gasthof Grüner Baum ist eigentlich das Etappenziel, aber erstens hat er mittwochs Ruhetag und zweitens konnte ich bei der Buchung ihn telefonisch nicht erreichen. Okay, hier geht es jetzt weiter. Ich habe übernachtet in einer ziemlich komfortablen 2-Sterne-Pension, die war sehr nett. Leider konnte ich da nicht essen abends und musste dann in eine grauenhafte einheimische Kneipe gehen, wo ich also fränkisches Convenience-Food vorgesetzt bekommen habe. Eine echte Unverschämtheit. Na gut, okay. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es in Franken auch noch fränkische Küche gibt. Schauen wir mal weiter, ob wir irgendwas finden. So, ich bin jetzt seit quasi 7:30 unterwegs, weil ich vor allem auch eine ziemlich lange Etappe habe mit 27 Kilometern. Ich muss jetzt noch einmal unter die Autobahn drunter her und dann geht es eigentlich permanent leicht bergab, gefühlte 7 bis 8 Stunden nach Tauberbischofsheim. Ja, und wir hatten auch den ersten Bodenfrost während der Nacht. Jetzt kommt der Winter in großen Schritten. Aber noch kann man gut wandern.
gleich muss ich nochmal einen kleinen Anstieg machen und dann ist es eigentlich nur bergab. Das ist sicherlich insgesamt schon ganz angenehm, ja, anständig gleich hochzulaufen. Schon ätzend, dass man dieses Rauschen von Autobahnen und Bundesstraßen so weit in den Wald hinein hört. Aber so ist das nun mal. So, ich bin jetzt eine halbe Stunde unter der Autobahn her, aber das Rauschen werde ich irgendwie nicht los. So, gleich habe ich den höchsten Punkt meines heutigen Wandertages erreicht. Dann geht es eigentlich nur noch seicht bergab. Autobahnrauschen bin ich immer noch nicht los. So, das Gelände wird jetzt deutlich offener. Ich habe auch schon den ersten Obstbauern hier passiert. Was auf dem Wanderweg komplett abgeht, ist irgendwelche Sitzbänke, wo man mal ausruhen kann oder die Landschaft genießen kann. Das geht hier überhaupt nicht. Naja, vielleicht kommt es noch. So, dieser Ort heißt Werbach im Taubertal. Den streife ich eigentlich nur, weil ich links daran vorbei gehe und im Taubertal folgend Richtung Tauberbischofsheim marschieren werde. So, ich bin heute richtig gut vorangekommen. Ich denke mal, ich liege gut in der Zeit. Die Alpen kann ich zwar noch nicht sehen, aber irgendwann werde ich auch die erreichen. So, mein Ziel ist jetzt in greifbarer Nähe. Jetzt gehe ich auch durch den ersten Weinberg aktuell durch. Ganz am Horizont, das ist offensichtlich schon die zweite Kirche, die man da hinten sieht. Nicht die erste, die zweite. Das ist vermutlich Tauberbischofsheim. Ja, also haben wir so gefühlte 5-6 Kilometer habe ich jetzt noch. Lass mir jetzt richtig Zeit noch. So, das ist jetzt faktisch mein erster Weinberg, durch den ich durchlaufe. Ich denke, da werden jetzt in Zukunft noch einige mehr kommen. So, mein erster Weinberg. Die roten Trauben sind sogar noch dran. Offensichtlich ist gerade Erntezeit. Schmecken recht süß noch. Super. Lecker, lecker. Aber in Weinversion trinke ich das lieber. Warte mal, das muss ich jetzt wegnehmen. So ist besser. Ja, sind jetzt tatsächlich bei der Weinernte, wobei schon ein bisschen enttäuscht, wie wenig da dran hängt. Ich muss aber verdammt viele pflücken, bevor der eine Flasche voll ist. Ja, vielleicht gehört das natürlich auch zur Taktik, ein paar Weintrauben dran zu lassen. Entweder um Eiswein zu gewinnen oder, keine Ahnung, um Fruchtbildung nächstes Jahr zu verbessern. Da muss ich mich mal schlau machen, warum das so ist. Denn das wäre ja für den Ertrag wirklich ziemlich dürftig. Ja, die Kanister sind voll mit Weintrauben. Ich vermute mal, dass deutlich mehr da oben dran hängen und die einfach nur ein paar Sachen dran lassen. Da muss ich mir echt schlau machen. Interessiert mich jetzt. So, ich bin jetzt rechtzeitig vor Sonnenuntergang in Tauberbischofsheim angekommen. Eigentlich ein ganz nettes Städtchen, aber nichts Herausragendes. So, hier ist das Ziel meiner zweiten Etappe, der Hotel Badischer Hof. Ich denke mal, hier gibt es die beste Küche. Heute Abend werde ich mir ein gutes Essen, vielleicht auch einen guten Wein genehmigen. Weil im Prinzip waren es zwei schöne Tage. Ja, wunderbar.